Freunde, herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal bei Resident Evil. In der letzten Folge. Oh Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ich war in der Falle. wir hatten ja das Problem mit dem Hebel und dass ich dann immer automatisch zu langsam war. Nein. Ich werde jetzt erstmal warten, von wo die Tante kommt. Ah, von da kommst du. Okay, das ist gut. Umlegen? Ja, wollen wir umlegen? Da öffnet sich jetzt die Tür. Und jetzt habe ich nämlich auch nur diese gewisse Zeit, bis die Tür sich von alleine wieder schließt. So, habe ich geschafft. Nee, habe ich nicht geschafft. Ha, falsche Tür. Schon wieder. Mann, kann doch nicht so schwer sein, hier die richtige Tür zu finden dann. Mein Gott. Mein Gott, ja, ich brauche, glaube ich, gleich schon wieder Heilung. Ich hoffe, ich habe jetzt noch welche am Mann. Nee, na, kritisch. Oha. Machen wir einfach. Los, komm. No risk, no fun. Umlegen. So. Ich hoffe, die Tante bringt uns jetzt hier nicht um. Wo sind wir? Ne, hier muss ich lang. Die Tür ist verschlossen. Eine Art mechanistischer Haken. Vielleicht öffnet sich die Tür, wenn sie etwas Besonderes daran hängen. Ja, was denn? Aus. Nee. Was muss ich denn da dranhängen? Keine Ahnung, ja. Ich will jetzt auch sagen, dass ich jetzt auch erstmal mir Heilung zulege. Eben gucken, von wo die kommt. Und gucken, wo ich hin muss. Nach unten. Eigentlich wird das ja mehr Sinn machen. Ah, die kommt von da. Okay. Ich brauche Heilung. Ohne Heilung komme ich hier nicht klar. Und bevor ich jetzt hier gleich verrecke, da tue ich mir nicht an. Boah, was für ein Arschloch. Inventarbox. Da müsste sie doch sein, oder? Jawohl. Da, genau. Was muss ich reinlegen? Oder dranhängen? Erstmal Heilung. So. Die werde ich jetzt auch erstmal nehmen. So, ich bin gesund. Ja, gerade. Ich verstehe auch nicht, warum Barry gerade mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren ist. Eigentlich wollte er hier den Fluchtweg. Es gibt keinen Weg zurück. Barry, warum? Nee, ne? Jetzt machen wir nicht fertig hier.
Ja, was machen wir? Irgendwas Schweres muss da dran gehangen werden. Was habe ich denn als Schweres? Ich gucke jetzt hier mal ganz genau durch. So, wir fangen oben an. Farbband, 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 Farbband. Erste-Hilfe-Kasten ist nicht schwer. Farbband, blaues Kraut auch nicht. Hilfespray, ganz viele. Ich muss da irgendwas reinhängen. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich muss es einfach so probieren. Sonst finde ich die halt echt nicht weiter. Vielleicht war ich auch nicht pünktlich genug. Glaube ich nicht. Weil das Spiel macht mich fertig. So. Komm her. Du Ratte. Jetzt mach ich dich fertig. Umlegen kann man die ja anscheinend wohl nicht. So. Art Hebel. Ja, wollen wir runter? Ja, umlegen. Okay. Oh, jetzt kommt die von da. Man kann, die kann sich aber auch nicht entscheiden, ne? So, wo muss ich hin? Ich muss hier die Treppen. Und hier. Dann bin ich jetzt hier. Die Tür ist verschlossen. Ich krieg zu viel. Der Haken hat sich im Loch verfangen. Irgendwas muss ich da einsetzen, aber ich weiß nicht was. Hier ist eine Art Hebel. So, umlegen. Nein. Ja, ich muss da irgendwas einhängen. Ich muss noch mal zurück zur Kiste. Oder gehe ich jetzt hier einfach eben durch und guck, ob da irgendwie was ist. Weil das ist ja jetzt auch noch eine Tür, wo ich einmal aus Versehen reingegangen bin. Ah, genau. So, hier müssen wir nämlich einmal hoch. Und dann haben wir hier, Freunde, das wissen sehr, sehr wenige Leute. Eigentlich in den ganzen Let's Plays, die ich bis jetzt gesehen habe, haben das nicht geschafft. Also jedenfalls nicht gefunden. Bei allen war dieser Raum rot. Zu verdanken habe ich das einen guten Freund von mir, der das wusste. Der mich darauf hingewiesen hat. So, jetzt ist das Ding nämlich auch grün. Das Ding werden wir jetzt einmal runterfahren mit dem Fahrstuhl, Aufzug. So. Ein Gerät zum Transport von Materialien. Starten? Ja. Das Material muss richtig platziert werden. So, ist jetzt drauf. Starten? Ja. Das Material muss richtig platziert werden. Ist doch richtig drauf. So. Jetzt geht's. Ja, und ich bin jetzt hier weiter gefangen. Oh Mann, ich will hier raus. Ich muss da. Ah.
Darf nicht wahr sein, echt. Oh, es kommt da hier die. Ich sag das Wort jetzt nicht. Ist auf jeden Fall. Ja. So. Ich gehe jetzt einfach noch mal zur Kiste. Nee, hier war ich falsch. Ach stimmt, hier ist ja Barry mit dem Fahrstuhl wieder hochgefahren. Der Sack. Die werde ich ablegen. So, 18 Magnum Munition ist schon mal gar nicht mal so schlecht. So. Dann werden wir die Kiste hier einmal rausschieben. Vielleicht ist da ja auch das schwere Ding drin, was ich da einsetzen muss. Wer weiß. Ich hoffe es einfach nur. Weil sonst bin ich echt verloren. So. Ja, ja, drücken. Und bumm. Ja, du, das Ding geht wieder hoch. Ah, da ist was. Da ist was Großes. Sieht auch recht schwer aus. Was haben wir hier? Defekter Flammenwerfer, jawohl. Freunde, das ist schwer. Sieht jedenfalls richtig schwer aus. Und das werden wir jetzt mal dann da hinten einsetzen. Und ich hoffe, das reicht dann auch. Wie sieht es bei mir mit Heilung aus? Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ach, das reicht. Und später ist das Geheule wieder groß, weil ich tot bin. Man kennt's. So, Lisa. Deine beste Freundin ist auch wieder am Start. Oh, da ist er. So, genau. Hier ist ein Hebel. Umlegen. Ja, wollen wir. So. Die Dinger öffnen sich. Warum rennt das Mistding? Muss ich hier hin, ja. Verwenden. Boah. Ich bin ein Genie. Zwar auch nach einer längeren Zeit, aber ich habe es geschafft. Oh, wo sind wir denn hier? Was ist das denn für ein Raum? Der sieht ja ganz komisch aus. Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Eine riesige Sammlung alter Arten von Puppen. Sie sind alle verblasst und abgenutzt. Der Schreibtisch liegt voller alten Puppen und Kerzen. Ja, aber was bekomme ich denn jetzt hier? Oder muss ich hier weiter durch? Oh nee, ey, Freunde, nicht schwimmen. Ah, da sind Schlangen. Warum sind denn da Schlangen? Muss ich da echt durch? Oder ist hier noch irgendwas? Der schreibt. Nee. Ich werde jetzt durch.
Wo waren das denn jetzt? Hier war das, ne? So, hier werde ich jetzt einfach ruckzuck durch. Ohne mich beißen lassen. Wenn es geht. Und ich habe es geschafft. Ich bin der Held. Haben wir hier jetzt noch was? Ja, ein Dolch haben wir. Haben wir das jetzt grün? Nee, natürlich nicht. Dieses Bett ist noch warm. Da lag, also lag da gerade noch einer. Wer legt sich denn hier freiwillig hin? Dieses... Na, schon wieder Bett warm. Eine alte Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Ah, ist das das Bett von hier, dieser Lisa? Eine Schatzkiste, Schmuckkasten. Nehmen wir mal mit. Haben wir den Raum jetzt gerühmt? Nein, immer noch nicht. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Prüfen wir die hier mal. Wir bekommen ein Steinring, das brauchen wir für das andere Wappen. Ein Familienfoto und Notizen. Achso, das ist nur das Bild jetzt. Achso, auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitorvirus verabreicht. Verabreicht. 10. November 1967. Jessica Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfunktion negativ. Aktion eliminiert. Lisa Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfunktion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung, konstante Ergebnisse beobachtet. Status, Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktivierung, Aktion terminiert. 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Mami muss finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1907. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten. Mami Kasten steinhart. Tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Okay. Da merkt man schon, dass diese Spritze in ihr schon was ausgelöst hat. Also, klar denken. Jedenfalls das umsetzen, was er eigentlich schreiben wollte, hat sie wohl geschafft. Halt nur mit ein paar Fehlern. Rechtschreibfehler. Wo bin ich denn jetzt hier? Gehen wir hier hinten mal lang. Hier haben wir Heilung. Heilung ist immer gut. Ein blaues Kraut ist gut. Grünes Kraut ist gut. Und jetzt haben wir das auch grün. Ich dachte schon, ich habe irgendwie unten was vergessen. Oder in dem anderen Raum, wo bevor wir da durch die Schlangengasse mussten. Aber dem war dann ja doch nicht so. Und es geht endlich mal nach oben. Warum höre ich da was?
Weiß ich, glaube ich, selber nicht. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Und wo muss ich hin? Ach, ich muss da hoch. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin hier wieder. Okay, gut zu wissen. Ja, die kann ich jetzt hier lassen. Dann werde ich mir das hier nehmen. Dann habe ich das nämlich schon mal gemacht. Das brauche ich jetzt, glaube ich, gleich, um wieder reinzukommen. Das heißt, das werde ich dann auch erstmal weiterhin mitnehmen. Werde jetzt aber erstmal speichern, Freunde. Das tue ich mir nicht nochmal an. Nehmen wir das Fünferband. Ich weiß nicht, ob diese Lisa hier gleich nochmal hinkommt. Weil eigentlich ist das ja ihr Bereich. Ich würde jetzt sagen, ihr Schlafzimmer, aber das, ach, was weiß ich. Jo, dann gehen wir gleich wieder. Dann müssen wir gleich eigentlich ins Haus. Mal so überlegt. Jetzt haben wir, ja, hier haben wir jetzt alles grün. Wege sind alle grün. Das heißt, wir können jetzt so durchhuschen. Ach, gefällt mir das. Da ist die Tür. Ich wollte schon sagen, ja, verlaufe mich schon im Haus. Also in diesem kleinen, ja, sieht aus wie so ein Gartenhäuschen, ne? Boah. Kommen jetzt hier auch Hunter auf diesem Wege? Nee, aber andere. Das hört sich nicht gesund an. Naja. Werden wir es mal überraschen lassen. Ach, da ist ja einer. Kann man den irgendwie umlaufen? Jawohl, richtig ausgetrickst hier. So, und gleich bei den Raben habe ich ja gemerkt, langsam laufen. Also quasi ab jetzt hier. Denn sonst greifen die mich ja an. Musste ich auch. Ach, hier. Was? Ach, genau, er war ja was. Die Raben sind ja gar nicht mehr da, sondern da sind ja jetzt ganz viele Bobs. Bobs Freunde sind da. So. Mal gucken, ob Barry uns gleich noch was dagelassen hat. Hat er ja das letzte Mal. Obwohl, ich komme doch jetzt auch ohne Dings rein, ne? Ah, ne, stimmt, hier bin ich ja jetzt. Braucht das Wappen ja gleich noch mal. So, nehmen wir das mal mit. Ja, mitnehmen. Und dann. Können wir die Wappen ja gleich schon einsetzen. Aber wo bin ich? Boah, ist das lange her, wo ich da im Haus war. Was haben wir hier alles drin? Ja. Bringen wir mal die Sachen. Also die Wappen können wir ja im Hauptraum oder in diesem Hauptsaal unter der Treppe schon mal einsetzen. Dann führe ich die nämlich schon mal weniger mit. Hab dann auch gleich wieder zwei Slots mehr.
Das Haus müsste jetzt eigentlich auch komplett leer sein. Weil eigentlich alles, was lebte, habe ich vernichtet. Oder kommen von hier nochmal welche? Durch die Fenster, so wie die Hunde. Ja, anscheinend wohl nicht. Ja, dann haben wir das Haus für uns jetzt alleine. Und dann können wir ja jetzt da unten lang und können jetzt hier die Sachen einsetzen. Verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Das brauche ich jetzt gerade auch nicht. Oder stand die nicht richtig vor? Doch, jetzt geht das. Lala. Verwenden. So, die Tür haben wir jetzt auch geöffnet. In der nächsten Folge werden wir aber erst reingehen. Und diesmal werden wir dann auch direkt wirklich reingehen. Nicht so wie, ich glaube, vorletzte Folge. Oder vorvorletzte Folge, wo ich gesagt habe, so, in der nächsten Folge gehen wir durch die Tür. Aber dann erst dann noch voll den Umweg gegangen sind. Jetzt, also. In der nächsten Folge werden wir dann durch die Tür gehen. Seid gespannt, was sich dahinter befindet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert nicht, abonniert meinen Kanal nicht vergessen. So, lasst Liebe da und bis zum nächsten Mal. Ciao.